Die Welt gehört dir. Alles klar. Bitte zieh das nächste Mal Hose an. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir wollen es auch jetzt nicht weiter erläutern. Die Einstellungen. Die, was machst du? Was machst du? Ja, das, die, ich brauch, die Sensibilität muss ein bisschen. Was willst du? Das willst du jedes Mal erklären. Steuerung. Warte, ganz ruhig. Maus. Was? Tasten, keine Ahnung. Das ist irgendwie so voll leise. Nein. Irgendjemand hat das bei mir runtergestellt. Ich, der die ganze Zeit hier sitzt und du hast jetzt letztes angehabt. Nein. Hä? Geht das nicht? Geht das nicht heute? Kannst nicht machen, das heißt. Problem. Tut mir echt leid. Und kann nicht spielen. Ich will nicht spielen. Nee. Was war das? Und der Robert nicht die Begrüßung macht. Hi. Genau, ich freu dich. Solche Leute sind echt unhöflich. Ja. Ich wissen sie da auch, also. Immer die Leute, die. Nee, ist einer am Zocken. Mach bitte das zu. Du willst ihn nicht mehr sehen. Nein. Ein Nerv. Aus den Augen, aus dem Sinn. Buddy, komm her. Hallo. James? Alles klar. Messer den mal, der steht wieder auf. Wie geht das? Leertaste, ne? Leertaste gedrückt haben. Ich sag's doch! Er ist tot, oder? Ja. Ich brauch keine Knarre. Ah! Mhm. Stand da grad. Ja, das ist, wenn der Kanacke wieder zockt, ne? Spaß, was? Scheiß auf die Knarre, Mann. Ich brauch nur mein Messer, mein Butterfly. Dagegen schießen wir, ne? Nein, du brauchst irgendwie so einen Hebel oder so. So. Hab ich aus. Keine Ahnung, ich bin. Achso, ich hab schon. So nach dem Motto, okay, komm, Chris, jetzt putz aus. Du kennst das Spiel doch schon. Oh, das ist schön. Treibbarer Sensor. Ja, den können wir später öffnen. Das ist scheiße. Oh, mein Sohn. Flintenmunition, aha. So, gut, da war was zum Lesen. Ja, für den tragbaren Tresor, den können wir auch öffnen. Eins hast du noch nicht aufgemacht. Das linke. Achso, warte, das war ich gerade eben. Cool, das linke. Oh, yo! Wieso warst du mich nicht vor, Junge? Ich hab's schon gesehen, Mann. Yo! Meine Hose ist jetzt nass! Welche Hose? Junge, das sind die Leute. Achso, sorry. Oh, das ist der Stuhl. Lenk mich nicht ab. Aber ich muss das in der Aufnahme sehen. Ich das voll verpeilt. Das war männlich, ja? So. Schön, dass wir das machen, du hast auch noch gesehen. Ja. Wo hat der hingeschaut? Ich hab mich gerade verschluckt, deswegen hab ich so weggeholt, weil ich dachte, ich huste ja, noch ja, mal. Ja, verschluckt. Das war da unten. Schon nicht. Das hört sich so komisch an. Auf dem Tisch liegt da was. So weit war es aber schon, oder? Ja. Junge, das heißt, hätte es nicht warnen können. Ja, klar, hätte es nicht warnen können. Das hat dann auch das mit mir auch schon gemacht. Deswegen hat er auch darauf bestanden, dass ich noch diesen einen Splinter aufmache. Ja. Ah, glaube ich, wieder ein Schloss, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man die aufmacht. Korb. Vielleicht Korb. Kack. Stimmt. Gibt's den nur? Okay, ne, klar. Ich hab's doch nicht versucht, deswegen. Okay. Man muss auch immer bestätigen, damit. Ja, ja, das hab ich gerade versucht. Aber schon. ABC. Abo. 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 Schade. Okay, mach's mit in der Mitte mit dem P. Abo. Das ist rare. Das ist nur ein Schatten. Das was?
Schieß auf die Tür, schieß einfach. Ja, ein Schlüssel. Den hatten wir ganz am Anfang irgendwo. Ja. Scheiße, wo nochmal. War da nicht gerade noch was? Muss ich da rein? Ganz langsam. Der Gang ist sowas von lang, also irgendwie. Ich hab's gesagt, der war was. Kann einer weitermachen, ich bin noch minderjährig. Ich darf hier nicht weiterspielen. Okay, die Bretter können wir erstmal nicht mitnehmen. Wieso nicht? Weil wir kein Plaster mehr da haben. Wir sollen das aufmachen. Ah, oh, okay. Da alles also, voll. Was wollen wir mit Schlüssel, Junge? Ja, tu weg, Mann. Wirklich. Unser Messer ist ja am Arsch. Mach mal weiter, geh mal weiter. Gleich, wir nehmen das gleich. Da passiert was, deswegen willst du das ja, ja hier. Irgendwas passiert. Hinter mir. Nein. Das sah gerade echt so aus, ne? Ja, was ist das? Okay, jetzt nehmen wir das gleich mit. Okay, irgendwas passiert definitiv. Nein, ich meine. Na, halt. Halt. Die Puppe. Kannst du die kaputt machen? Messer. Nein. Unmöglich. Nein, du willst uns kostbar. Du weißt doch wieso. Hast du schon probiert? Oh Gott, weißt du wegen was? Den Fall? Oh Gott, nein. Nein, nicht den Fall, aber es gab Puppen, die konntest du im Spiel kaputt machen. Meinst du nicht, wenn so du alle kaputt machst, kriegst du eine Belohnung. Achso. Deswegen war es gerade eine Idee. Der lebt noch. Warte ab, bis du durch bist. Okay, jetzt kann er nicht mehr kommen. Wäre der runtergefallen und hätte mich angegriffen? Ich hab nichts getan, als ich gespielt habe. Vielleicht erst später, vielleicht hat er geschlafen. Warum ist es nicht so dunkel? Lass mir die Helligkeit hochstellen. Was? Nein, das ist okay so. Es ist nun eine Hülle. Genau, okay, links, das ist wichtig. Das andere? Nein, das andere? Tasche da. Will jemand vorlesen? Ja. Nein, dürfte nicht. Jetzt haben wir mehr Platz im Rucksack. Ah. Deswegen meinst du, dass wir das. Diese zwei Sachen können wir noch aufnehmen. Warum sagst du das nicht aber direkt? Also, wenn du so etwas spoilerst, ne? Finde ich das nicht schlimm. Was? Ein Rucksack, da hinten liegt noch ein Rucksack. Geh erst da hin und dann. Hinter der rechten Ecke kommt der nächste Endgegner. Der lass ich nicht wissen. Obwohl, ich schon. Dann flüsterst du mir das einfach zu, Chris. Vielleicht kommt da was Gruseliges. Wo sind meine Pampers? Was ist das? Hörst du mir ein Bild von deiner Mutter? Unten. Warum? Diese biblischen. Da unten ist doch was, guck mal runter. Ja, ich ignoriere das einfach. Komm, mach den Scharfschützen. Oh nein. Er macht den Scharfschützen. Fick dich. Aber ich fick dich. Du bist alles gleich. Fick dich. Komm her. Leon, hör mir das Strunz. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Was? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden. Ich bin sofort da. Der möchte dir was zeigen. Seine Hasensammlung. Okay, der ist tot. Das haben wir doch einer. Das ist Munitionsverschwendung. Nein! Was? Ja, Munitionsverschwendung doch nicht. Sicher. Wenn du den messerst, lebt er gleich wieder. Also sei vorsichtig. Was machst du? Hä? Ich wollte jetzt. Messern. Stirb! Hey, da war was, da war's. Ja. Was war das? Da liegt doch was. Da liegt doch was. Ja, weiß ich, aber das ist. Achso, das ist das Problem. Ach, das ist ein neues Messer, ja, dann tausch es aus. Ja, geht nicht. Wie wird das? Wahrscheinlich erst, wenn das kaputt geht oder so. Ja, wieso kannst du das nicht einfach wegschmeißen? Weil das noch gut ist. Warte. Dann schmeiß dich einfach irgendwas weg. Jetzt ist es kaputt. Siehst du, es war noch gut. Was macht da so komische Geräusche? Ja, das ist noch ein anderes Problem. Ja, was wohl? Ich glaube, der hat gerade Hunger. Der snackt sich gerade was. Rechts liegt was? Rechts. Wollt ihr lesen, oder was? Ja. Das ist bestimmt eine Bibel oder so. Nee, rotes Buch. Also es geht in die Richtung. Okay, gleich, nehmen wir gleich mit.
Keine Ahnung, wenn wir es irgendwie verlieren. Gibt es ja noch einen Rucksack irgendwo? Ja, einen können wir noch später auf jeden Fall noch freischalten. Du Stück Himmel! Alter, wie riesig! Ich schaff das. Ich schaff das. Nein, große Hilfe. Vielleicht ein bisschen große Hilfe. So, jetzt haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Nee, jawohl. Ja. Schlitz! Weiter! Noch ein bisschen, der lebt noch. Alter! Nochmal! Alter, was ist das schöne Messer kaputt? Nochmal? Nee, ich glaub, er ist tot. Was ist das? Oh, Wagenheber? Musst du wieder was finden. Ja. Nein! Nimm den Schlüssel! kann ich noch mal kurz das Bild sehen? Von dem, was wir gerade entwickelt haben, den Film. Nochmal Tab drücken. Ja. Und dann oben bei den Dokumenten, oben rechts. Genau, und dann Erinnerungsfoto. Erinnerungsfoto. Guck mal, der hat ein Buch in der Hand. Ja, das haben wir jetzt gefunden, glaube ich. Wahrscheinlich sieht man aus dem Geben oder so. Und jetzt brauchen wir noch dieses Zepter. Ein weiteres Rätsel. Ein weiterer Fall für Galileo Mystery. Genau, wir sind. Okay, für oben. Guck mal hoch. Du kannst hier irgendwie verschieben, dann kannst du irgendwie rüberspringen oder so. Ach, und das geht jetzt noch nicht, weil. Die Rollen da fehlen. Ja, die müssen wir erst runtersetzen. Ach, die Dinger kannst du noch links und rechts schieben. Oh. Aber guck mal hoch. Ah, siehst du, es fehlt jetzt noch eins. Und dann brauchen wir erstmal diesen Wagenheber ein bisschen runtersetzen, dann können wir nach rechts schieben, dann den anderen auch nach rechts. Ist das kompliziert? Das genau ein bisschen nach rechts, gar nicht. Reicht, nicht so weit. Also, du kannst es gar nicht steuern? Eigentlich nicht, nee. Okay. Ich schiebe jetzt einmal. Ja, okay. Okay, krass. Schiebe ihn wieder zurück. Nee, ich würde runter unten bleiben. Ja, von da kommt. Ich komme an nichts mehr. So. Schön. Kannst du einfach springen oder? Na. Ja. Hallo. Als ob er da nicht springen kann. Ich komme vor, die Taste geht nicht. Aber du hast doch zwei Schenkel gehabt da unten, die du bewegen kannst. Dann schieb beide einfach nach rechts. Das geht ja nicht. Das geht auch nicht. Da fehlt eine. Entschuldigung. Aber ist egal, ich würde mal die Tür da unten nutzen, ne? Du meinst enden hier? Ja, ich glaube, wir haben da zwei Türen oder so. Guck mal, da habe ich Schlüssel! Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es, glaube ich, wieder. Also, ich vermute jetzt einfach nur, es geht wieder jetzt zu dem. Haben wir den Schlüssel noch? Guck mal bitte, ob der noch da ist, der Schlüssel. Okay. Ja, ich glaube, wir müssten jetzt wahrscheinlich bei Marvin sein, oder? Sind wir bei Marvin? Da oben waren wir schon mal, ja. Ja. Da ist die Munition, die ich euch gespoilert habe. Können wir aber nicht aufnehmen. Kann man sich austauschen? Wie ging das nochmal? Nur gleiche Sachen, du. Keine Ahnung. Naja, lass die erstmal da. Dann holen wir die. Ja, aber darf ich kurz eben nachladen? Oder ich formulieren? Ah, ein Schuss. Ein Schuss ist ein Schuss, oh, ja. Du bist doch ein Profi, Ganzlinger. Der muss mehr Muni sammeln, und da damit ich später verschießen darf. Und unten ist. Ist doch eh eine Truhe, dann packen wir da ein bisschen was rein. Ah ja, stimmt, in der Lobby war ja die Truhe. Alles klar. Such mir Marvin. Ja, das ist so. Wir hatten ja alles schon gemacht. Ne? Mhm. Okay. Da bist du. Der guckt dich mal dahin. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Steht ja, verschlossene Tür. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke. So, weitergespielt habe ich auch nicht. Okay. Dann hab ich ja noch. Okay, schon noch 5 Minuten. Digga. Digga.
Digga. Also, die Beton verwalten und speichern. Nein. Stopp. Messer. Leg doch dann die Sachen in der Kiste ab, dann holst du da auch von oben die Muni. Kannst speichern. Das ist die Kiste da hinter dem Tresen. Und speichern kannst du da auch. Das rote Kraut kannst du auch überschmeißen. Ja. Brauchen wir erstmal noch. Der Staun. Flintmuni? Wir haben ja noch keine Flinte. Ja, auch weg damit. Das kann ich halt machen. Ich kann man öffnen. So. Wenn ihr wollt, könnt. Also ich, dann bist du richtig nervt, den zu öffnen. Tu die Bretter vielleicht auch weg. Ja. Ja, ernsthaft? Das hat mich von meinem Leben gerettet, Junge. Okay, dann nimmst du mit, wenn du wieder Zombie die sehen willst. Du willst dann das rote Buch auch weg, oder? Ja. Mhm. Das reicht dann doch. Ja, okay. Und den Tresor kannst du öffnen? Diesen Tresor, ja, aber es ist ein kleines Minispiel, es ist richtig ätzend. Ich hab da so lange drum geklickt, bis es gegangen ist. Speichern vielleicht noch? Ich weiß nicht. Ich bin speicher gerne. Ja. Ein Horrorspiel, wo du Munition hast, speichern. Immer speichern. Dann kannst du von oben die Munition holen, dann kannst du wieder speichern. Wer weiß, was auf dem Weg noch passiert. Genau. Er sagte Ostseite. Wir brauchen einen Kompass. Haben wir nicht auf der Karte eine. Ja, aber. Hallo, Spiellogik, wir brauchen einen Kompass. Die muss das noch zusammenbauen müssen. Wenn der noch nicht mal mit seinen verschissenen Fingern Klebeband abreißen kann. Ja, okay. Jetzt wieder runterrennen, speichern und dann geht's weiter. Scheiße, Speicher. Müssen aber jedes Mal da hochrennen. Nein, nicht jetzt nochmal speichern. Weil es was Zeit kostet. So, wohin jetzt? Ah, stimmt. Ein weiterer hat eben oben rechts, glaube ich, ne? Ja, aber ist der Schlüssel jetzt noch da? Oder ist der schon? Ja, der Schlüssel immer noch. Ja gut, der andere Schlüssel war von der Tankstelle war ja auch noch da. Nee, ich war in der Fridge schon drin. Ja, genau. Da war ich. Deswegen scheißegal. Da habe ich irgendwie meine erste Bekanntschaft gemacht, mit dem Zombie, der dreimal wieder aufgestanden ist. Also. Der lebt da noch oben. Er schießt ihn auf der Bank. Und er jetzt eigentlich auch sein kriegen können? Nein, ja. Ich glaube, wenn wir alles drei haben, ich weiß es nicht. Wo hast du die eine eingelegt? Hast du die überhaupt schon? Die habe ich in die Ruhe wieder getan. Vielleicht, so. Ich dachte, wir warten, bis wir alles drei haben. Nach dieser Platz der Truhe auch begrenzt. Ja, dann packen wir es da rein. Ja. Da fehlt die Kombination. Ja, noch ein bisschen was da noch anzieht. Aber noch nicht durchgehen. Wieso? Ja, da lag doch noch was. Das ist so. Ja. Achso, das ist ein. Ah, oh, okay. Das ist jetzt der Sache nach, Leute. Ich hab da lag noch was. Brett! Oh, ja. Du hast gesagt, du kannst das Brett legen lassen. Sei leise. Kombinieren. Ah, die kann man kombinieren. Und da drinnen fliegt irgendwo ein Helikopter hoch. Ah! Okay. Hast du das Buch noch dabei? Nein, hab ich nicht. Dankeschön, Chris. Machen wir in der nächsten Folge. Ich kann gerade noch zurück. Ja, okay, das musst du erst da irgendwie ankleben. Müssen wir nicht dieses Buch damit kombinieren? Nee, ich glaub, das kannst du erstmal reinstecken und dann das Buch da. Oder? Wow. Nice. Ja, der hat das Zepter ja schon. Ja, ich würde sagen, da war noch Sachen. Links. Ja, ich wollte kurz das Buch holen gehen. Ja, ach so. Ja, gut, du kannst ja auch erstmal. Ja. Ja. Weil das kannst du jetzt nämlich zum Beispiel unten direkt ablegen. Nee, das ist diese Artikel, die speichert der sich. Deswegen müssen wir erstmal alles nachlesen. Oh! Oh, was ist das? Die Schlüsselkarte, wir kamen doch da eben rein, wo die Schließfächer waren, wo die Tasten fehlen. Ja. Wie kriegen wir die Schrot? Ich weiß nicht, ob du. Kannst du das so eine Flinte war? Und los zurück hier. Wollen wir das Buch holen oder soll ich weiter? Ja, lass mal eben das Buch holen, dann ist das Thema schon mal durch. Also, ich habe gelesen, dass das Spiel sehr viel beinhaltet, dass man die ganze Zeit hin und her läuft. Dass die Tresore alle beweisen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Notizen häufiger durchlesen müssen, wo dann steht so, ja, da irgendwo Tresor, diese Kombination. Boah, das wäre mir so. Am besten auch so ein Rätsel, so dass es. Und die Zahlen so in Wörter geschrieben, dass sie nicht mal auffallen, wenn du sie durchblätterst. Genau. Herausnehmen.
Achso. Hab ich nicht gesehen. Ja, ist ja schön. So. Alle hassen dich jetzt. Ich will immer auf Escape. Dann kannst du eigentlich ja da unten, wo du vorhin aufgeschlossen hast, kommst du schneller zu den Tresorräumen zurück. In der Schlüsselkarte. Ja, machen wir gleich. Ja. Oder du rennst erst hoch. Machen wir in der nächsten Folge mit dem. Ne? Apropos nächste Folge, wir werden wahrscheinlich schon bei 20 Minuten. Ja, kein Ding. Kein Ding. Es geht schnell. Ach du Scheiße. Das Buch machen wir noch, komm, hau rein. Okay. Oder wir machen genau deinen Cliffhanger. Genau, wenn wir es eingesetzt haben. Ja, lass den Cliffhanger machen. So, so, oh mein Gott, was ist das? Also. Wir haben das Buch und da ist die Statue. Ich glaube, wir machen hier einen Cut. Sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Mit Christian. Nachdem wir aber erstmal. Achso, bist du nicht fertig? Sorry, wir müssen, bevor Christian das Buch einsetzt, müssen wir das noch lesen. Du hast irgendwie 5-6 Sachen aufgesammelt und nicht gelesen. Doch. Nein, nicht lesen. Alles gelesen. Erstmal Lesestunde. Dann setzen wir das Buch ein. Okay, und jetzt? Da wird doch kein Einschalten mehr. Cut. Wir lesen nicht. Cut.